So, und Hallöchen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, für die Neuensteiger, ich bin IngenieursLP und mache zurzeit mehrere Tutorials in Minecraft und noch andere Let's Plays. Ja, heute möchte ich euch den Mittelalter-Hafenkran in Minecraft zeigen. Und dazu drehen wir uns auch einmal um. Vielleicht habt ihr schon die Wassermassen gehört. Hier ist ein kleiner Teich angelegt, ist zwar nicht gut gelungen und ist sogar ein blödes Huhn drin. Aber das stört uns nicht weiter. Hier steht schon der Hafenkran, wie ihr hier schon sehen könnt. Und das alles, wie ihr ihn jetzt baut und was ihr am besten damit machen könnt, zeige ich euch jetzt. Und ja, dazu werden wir ihn jetzt neu bauen, um zu verständigen, genau wie er aufgebaut ist, nur dass auch ihr ihn nachbauen könnt. Dazu benötigen wir das hier. Diese Stufen hier setzen Sie so hin, dass hier 2, Mitte frei, wieder 2, gegenüber, dann hier ein so und dann auch so gegenüber. Dann benötigen wir diese Stufen. Und bauen diese Stufen in die Mitte davon, also zwischen die. Und das nächste ist dann halt der Stamm. Dieser Hafenkran besteht eigentlich auch nur aus Holz, außer unten, dass er nicht umkippt. Aber das wird er in Minecraft hier eh nicht tun. Aber das ist auch nicht so wichtig. Dann baut ihr am Anfang hier einen Stelzen, in der, wenn er so rausguckt, 2 Blöcke hoch ist und darunter noch einer steht. Dann einer, der ist im Moment nur insgesamt 4 Blöcke hoch, aber den werden wir gleich noch erweitern. Dann könnt ihr zum Beispiel auch hier ausleuchten, weil es ist ja auch gar nicht immer hell in Minecraft, dass es auch beleuchtet ist. Ja, was wollte ich sagen? Hier, jetzt geht's weiter, indem wir den Bruchstein hier benötigen. Und den setzen wir in einem 2x3-Feld auf den ersten Stamm drauf. Das heißt, dass er hier 2 rausgucken, hier einer und hier 2. Und dann brauchen wir diese Eichenholzstufen, setzen sie da drunter und machen oben weiter. Dazu benötigen wir die Eichenholztreppen. Die werden so draufgesetzt. Ist mir gerade runtergefallen. Die werden hier so draufgesetzt, wieder gegenüber. Dann überlappend. Was ist denn? Na, eine kleine Störung. Meistens machen wir gleich weiter. Ich habe hier, glaube ich, einen Block kaputt gemacht. Wieder 3 Fackeln dran. Ist nicht so schlimm und schwer. Dann müssen die hier überlappen. Das heißt so. Und sie müssen so stehen. Einmal so. Sie müssen so gemacht werden. Also, das habe ich gerade vergessen. Das durfte nur ein Block sein. Müssen hier umrundet werden. Und dann hier kommt dann hier der Stamm rein. Dazu müssen wir jetzt mit den Stufen nochmal arbeiten. Wir machen das so. Wir können es zum Beispiel auch ausfüllen. Damit es im Moment besser aussieht, aber es ist gar nicht so wichtig. Dann müssen wir hier wieder machen. Aber hier an diese Stellen freilassen, denn jetzt kommen dann nämlich neue Stämme drauf. Diese Stämme hier. So 2 Stück, jeweils über die Fackel. So. Damit man den Pflasterstein nicht mehr sieht und dass noch nicht zu viel Holz da ist. Dann kommen wir zum richtigen Baumstamm. Dazu bauen wir den so auf, machen das wieder weg, setzen
hier eine Treppe hin, lassen die Dinger hier frei. Und dann ist es halt eure Entscheidung, wie hoch ihr ihn machen könnt. Ich habe ihn jetzt bis hier gemacht. Das machen wir, glaube ich, auch mal, um es zu zeigen. Einmal so. Noch einmal so. Und noch einmal. Und dann noch mal einen hinten dran, weil da nämlich gerade gleich das sozusagen das Seil, also der Zaun, drankommt. Und dann machen wir das hier mit den Treppen. Wir setzen darunter jeweils eine Treppe, dass man das Innenholz nicht mehr sieht. Von vorne auch. Und dann kommt jetzt noch der Zaun dran. Es ist, glaube ich, es ist eigentlich auch nur zur Dekoration gedacht. Da könnt ihr dann was reintun. Zum Beispiel habe ich jetzt hier das Ei da drin von dem Huhn. Und dann so dekorationsmäßig auch noch hier die Knöpfe, dass es ein bisschen schöner aussieht. Da dran zwei Knöpfe und hier so zack, 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 zack. Und auf der anderen Seite jeweils das gleiche. Und dann habt ihr euren Mittelalter-Hafenkran. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Da vielleicht gebt ihr dann auch noch ein Like oder so. Und ja, vielleicht auch noch ein Abo und ein schönes Kommentar, einen schönen Kommentar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald mal wieder, ne? Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.